zum ersten Mal. Es ist kalt, entsprechend wappnen sich die Damen. Gabriela Kukalova mit dickem Schal, die Ohren eingepackt, unter die Mütze geklemmt, entschlossen ihr Blick. So kennen wir die Weltcup-Gesamtsiegerin des Vorjahres. Und diese namhaften Athletinnen werden selbstverständlich in den Biathlon-Arenen gleichermaßen unterstützt. Was anderes ist es dann am Schießstand, wenn dort die deutschen Athletinnen und Athleten auftauchen, dann ist die Aufmerksamkeit, der Fokus, die Stimmung ganz bei ihnen. Also die erste Schleife vorbei an der Haupttribüne, durch den Schießstand durch und dann geht's raus auf die Strecke. Und hier am Bergsteig, Gabriela Kukalova kann zum ersten Mal Stimmung aufsaugen, aufnehmen. Aber das kennt sie natürlich bestens aus der Heimat in Novem Mesto. Wir haben das erlebt, überschwänglich dort die Stimmung. Noch einmal hier jetzt dieser Anstieg. In mehreren Reihen sind die Zuschauer dort gesäumt. Kaum einen Meter hier auf dieser kurzen Strecke, wo die Athletinnen mal alleine sind und nicht gepusht werden. Oder auch da um die obersten drei Stufen auf dem Podest. Kein Problem, sollte das darstellen am Schießstand. Gabriela Kukalova biegt als Erste ein. Schaut nach links. Wie sind die Windverhältnisse? Mündungsklappe öffnen, alles automatisierte Bewegungen. Puls ein wenig runterfahren. Magazin einführen. Den Anschlag gehen. Ziel suchen. Und los geht's. Ja, kein Problem, kämpft ein wenig um die Schüsse 4 und 5, hat sie sich ein wenig Zeit gelassen, aber hat sich durch die Treffer belohnt, geht zurück also direktement ohne Strafrunde in die zweite Laufrunde, Gabriela Kukalova. Viele junge Athletinnen mit dabei. Und die Anfeuerung für Gabriela Kukalova in diesem Anstieg. Hört man, wie der Schnee oder die Piste knirscht. Alles gut durchgefroren. Sehr hart, das wird auch halten durch das ganze Rennen hindurch. Und Gabriela Kukalova ist schon wieder da. Die erste Kandidatin. Aber das hat sich gelohnt für Gabriela Kukalova aus Tschechien. Und jetzt eine schnelle letzte Runde draufsetzen. Jetzt reizt sich noch einmal, Atemwege frei machen. Und dann rein in diesen Anstieg. Also tadelloses Schießen von Gabriela Kukalova, die mit 5 Treffern weggeht und im Geschäft bleibt. Gabriela Kukalova an der Spitze in Richtung Ziel. Gleich wieder ein Fehler von Franziska Hildebrand, das ist bitter. Ja, lässt es bei dem einen Fehler, dennoch bitter für Franziska Hildebrand, während wir unten eine erste herausragende Marke erfahren durch Gabriela Kukalova im Ziel 22:28, ihre Zeit.
gutes Rennen, starkes Rennen. Damit wird sie viele, viele Punkte im Kampf ums gelbe Trikot einsammeln. Also, Gabriela Kukalova mit ihrem 15. Weltcupsieg. Kaiser Mäckereinen, die zweite, die beiden auf der Jagd nach dem gelben Trikot von Laura Dahlmeier mit vielen Punkten heute. Dahinter Marie-Dorin Aber, also drei der top genannten Athletinnen auf dem Podest. Überraschend, überraschend gut. Endlich Maren Hammerschmidt auf dem fünften Rang.